Hallo Leute, ihr seid in einer neuen Folge von Dwarf Fortress und wahrscheinlich wird es vielleicht sogar die letzte sein. Wir haben nämlich einen Angriff und ja, da sieht es jetzt gerade nicht so gut aus, weil wir definitiv hier noch gar keine Vorbereitung für sowas haben, weil ich glaube, bei der anderen Version kamen bestimmt nicht so früh irgendwelche Merges hießen sie nicht, also Zauberer oder sowas, sondern da gab es ein paar Goblins, die man gerade mal eben so killen konnte oder so. Das war ein oder zwei, meine ich, aber nicht mehr. Gut, aber nichtsdestotrotz, wollen wir mal schauen, dass wir das hier nochmal in Angriff nehmen. Ich habe mir ein bisschen nochmal kundgetan, wo hier was ist. Wir hatten ja letztes Mal rausgefunden, dass man hier die Squads einstellen kann, etc. Machen wir nach dem Intro, würde ich sagen, ne? Bis gleich. So, das heißt, wir sind jetzt gerade unterwegs und wollen jetzt erstmal noch die grundlegenden Dinge machen. Wir müssten einmal gucken. Open the Nobles, war das hier? Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Military Commander, den wir ja gar nicht haben. Okay, den machen wir gerade zu. Wir haben niemanden, der einen Skill hat, also spielt es auch gar keine Rolle, wer es ist. Steinmetz hört sich doch so an, als ob der mit einer Pickaxe umgehen kann. Dann nehmen wir doch den. Der kann jetzt auf jeden Fall das. Was haben wir jetzt noch hier? Okay, der müsste jetzt hier irgendwelche Räume haben oder sowas wahrscheinlich. Ne, muss er nicht haben, sonst wäre es ja da, glaube ich, angegeben. Den haben wir erstmal zugeordnet. Dann müssten wir mal schauen, Create New Squad Uniform. Pff, ja klar, würde ich gerne Leder und sowas nehmen. Aber ich glaube, wir haben da nichts von, ne? So, hier ist jetzt der Squad. Und jetzt müssen wir nur gucken. Hier ist jetzt die Squad, da gibt es auch einen Namen für. Das ist hier unser Dingens und jetzt können wir noch Leute assignen. So, jetzt ist dann die Frage, ich würde den jetzt nehmen, weil hier sind so Äxte bei. Swords Dwarf haben wir hier, Mace Dwarf haben wir hier. Da gibt es welche, die haben Skills dafür sogar. Allerdings würde ich sagen, wir haben bestimmt gar keine Waffe dafür, ne? Aber vielleicht können die ja tatsächlich besser damit umgehen wie andere, die ohne Skills sind, ne? Oh, jetzt habe ich hier schon wieder im Hintergrund der Dingens bewegt, das Mausrad bewegt und bin gleich hoch und runter gegangen. Würde aber in dieser Liste gerne hoch und runter gehen, aber hier ist auf jeden Fall ein Fighter, der gerade beim Fischen ist. Und diesen und den würde ich mitnehmen, weil die dann vielleicht die Ahnung haben, dass die da was machen können. Gut, jetzt könnte man hier die Squad-Members machen. Und dann click somebody to assign them to position one. Achso, da könnte ich was ändern. Das will ich jetzt aber nicht. Back to Squad machen wir jetzt. Die hatten wir jetzt ausgewählt. Das Symbol will ich nicht ändern. View the leader's sheet. Was sehe ich denn dann? Achso, dann sehe ich, was der Squad-Leiter für Werte hat. View this position in this squad. Okay. Create New Squad? Nee, das will ich jetzt alles gar nicht. Aha, jetzt kommen wir hier hin. Was war das für ein Feld? Wie heißt das? Steht nix. So, und jetzt müsste ich erstmal schauen. Schedule. Und die sollen das hier definitiv alles machen. Warte mal, nochmal zurück. Ich glaube, wir machen so das richtig. So, die sollen fertig sein zum Kämpfen. So, was stand bei Edit noch? Equipped always, sleep barracks at need. Sleep barracks at need. Okay, wenn sie dahin. Okay, dann Edit. Wir lassen das erstmal so. Und ich habe keinen blassen Schimmer. Barracks haben wir sowieso, glaube ich, noch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt kämpfen oder nicht kämpfen würden. Wie wir sehen, equipped ist hier nur nichts drin. Ich würde jetzt aber auch die Leertaste mal drücken wollen, um zu sehen. Aha, sie haben eine Waffe in der Hand, aber wahrscheinlich nicht die richtige. Aber erstmal wäre es egal, Hauptsache sie haben überhaupt was in der Hand. Alle wollen jetzt Metal Armor anziehen, das ist schon mal cool. Niemand hat davon etwas. Und jetzt ist hier der Alert da oben angesprungen. Intruder. Wo sind die? Aha. Oder hat der das nur gesehen hier? Ne, ist einer von uns, der das nur gesehen hat. Intruder. Ich sehe jetzt nicht, wo der ist.
Das ist unser Military Commander. Ich sehe jetzt leider nicht. Das ist ja auch einer von uns. Die sagen zwar, hier sind Angreifer, aber ich sehe keine. So, das. Er sagt das zwar, aber ich sehe die nicht, wo die sind. Lass weiterlaufen. Ah, der läuft jetzt irgendwo anders noch hin. Ah, ich glaube, hier unten sind sie, ne? Ja, hier sind sie. F. Swatman's Corps, also ein Skelett wahrscheinlich. So, die laufen jetzt aber hoch. Und unsere laufen runter, oder wie sehe ich das? Ja, die werden da keine Chance gegen haben, weil die gar keine Waffen haben und die laufen hier ja schon mit Schwertern rum, oder? Das ist auch einer, ne, oder? Ja. Die werden uns jetzt hier angreifen und wir werden nichts dagegen tun können, meines Erachtens. Die Hunde würden jetzt noch merken, dass die kommen, glaube. Oh, da oben läuft noch einer rum. So, und was jetzt für ein Dingens hier? Left click for descent and expand options. High click of dismiss. Sonnenecken has been possessed. Wo ist der jetzt? Okay, possessed. Aber jetzt sehe ich gar nicht, wo das ist, oder was? Also es gibt noch Leute, die wir haben, aber ich sehe jetzt nicht irgendwo die Chance, dass wir gegen die was ausrichten können. Alert, haben wir hier Intruder, drive them away. Also ich sehe jetzt leider hier, es wird zwar angezeigt, dass die Intruder kommen, aber ich sehe nichts, was mich jetzt hier irgendwie davor. Ja. Haben wir denn Listen hier, wer gestorben ist? No Job Trade. Noch sehe ich nicht, dass jemand hier gestorben ist, glaub, oder? Eat, no job plans, Strange Mood. Oh, der ist ein Strange Mood, auch noch der Woodcutter. Es ist auch keiner, der jetzt hier irgendwie weiß, was er tun muss, oder? Die Squad ist im Einsatz, hoffe ich. This is a squad menu here. You can create squads for their position, assign equipment and schedules and give specified order. It is recommended that you prepare a squad and get them training as soon as you can. You have no ideas what's lurking out there. Ja, das wissen wir. Ja, ich kann den jetzt hier nur gucken, dass ich dem sehe, was der da tut. Der läuft jetzt hier rum. Aber warte mal, hier oben passiert was. Die Hunde sind schon geschlagen, glaube ich. Und er läuft jetzt hier weg, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht. Also die hauen alle ab, ne? Aber angreifen können wir die irgendwie nicht, oder? Der läuft auch weg. Wer ist das? Das ist einer, unser Bookkeeper. Ich habe wieder was Falsches gedrückt hier. Wo sind sie? Ja, jetzt wird hier tatsächlich gekämpft wohl, oder? Das ist dieses Korps. Okay, die haben den tatsächlich, die haben tatsächlich was geschafft, oder? Der ist tatsächlich geschlagen worden. Aber leider haben wir nicht mehr geschafft. Wir haben auf jeden Fall jemanden geschlagen hier, wie man sieht, aber leider sind unsere Leute auch dabei gestorben.
Was ist das für einer? Spearman Corps. Stopp mal, wer ist das hier? Unser einer? Pickup Equipment. So, das heißt, wir können jetzt höchstens noch hier in die Squad nochmal reinschauen. Ne, das war da falsch. Da muss ich reinschauen. Okay, da sind schon definitiv noch welche drin, aber es sind auch schon einige, die leider nicht mehr da drin sind. Und Assign Leader. Der Leader ist auch schon gestorben wohl. Assign Position. Können wir dann noch klicken wahrscheinlich, oder? Ja, wir müssen sowieso gucken, dass wir sie irgendwie schlagen. Und wie wir sie schlagen, ist gerade egal, weil wir gar keine Abwehr haben. Was war das denn jetzt hier für ein... Okay, das ist ein Kind. Jetzt sehe ich, ah, hier ist noch auf jeden Fall einer von der Crossbows Corps. Es ist die Frage, ob irgendwer sich da noch bereit zu erklärt, hier irgendwen anzugreifen. Warte mal, back to squad. Create new squad brauche ich nicht. Hier muss ich nochmal hin. Ja, das sitzt noch richtig. Alles ist gut. So, jetzt ist die Frage. Has been found dead. Okay. Nee. Intruders. Sehe ich immer noch nicht, ist klar. Alert ist hier, ja. Okay, wo ist der Matt? Okay, Battle Axe, der ist da. Ist da einer gestorben auf jeden Fall. Und leider Zwergenblut. Und wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe, sind das immer noch. Das ist immer noch der Crossbow Corps, der Elf. Jetzt müssten wir eigentlich mal schauen, dass wir das hinkriegen, dass der. Ja. Man sieht auch immer, dass irgendwer hier schießt. Das ist dann wohl der Crossbow Corps. Ja, jetzt ist er in unser Haus gegangen. Ist er das hier? Ja. Er wird sich jetzt hier noch die Tiere... Okay. Ich schätze, wir haben so oder so keine Chance gegen die. Das ist, der ist jetzt hier zum Beispiel, jetzt hat er sie in die Ecke getrieben und jetzt wird es so sein, dass wir definitiv hier das Ende unserer Zivilisation sehen. Aber sie sind auf jeden Fall am Kämpfen. Oder auch nicht, ne? Was man Kampf nennen könnte, weiß ich nicht. Nee. Der ist geschlagen, oder? Stopp mal. Sag jetzt nicht, wir haben das überlebt. Ich weiß jetzt nur noch nicht. Ja. Tot, alle tot. Missing for weeks, tot. Okay. Lass uns mal gucken hier. Left click to center, expand options, right click to dismiss. Left click for the center. You can recenter on turn around, but right click and close. So, das machen wir mal zu. You can recenter on turn. Aha, was macht zu. So, jetzt müsste ich rausfinden, wer hier auf der Karte gerade noch ist. Wo kann ich das sehen? Open the Citizen Information Menu. Open the Task Information Menu. Open the Place Information Menu. The Nobles and Administrator, open the Objects Menu. Und the Justice. Ja, warte, es ist.
Also es sind noch Leute von uns definitiv da. Mich würde jetzt aber interessieren. Other. Undead. Es gibt noch einen, oder? So, den da müssen wir noch schaffen. Eine Official Position. Aber der bewegt sich gerade nicht. Was macht er denn gerade dann? Stark ist er. Jetzt müssten wir den angreifen, oder? Wie geht das? So. Confirm. Kommen unsere Leute jetzt dann dahin? Ja. Warte mal. Es ist durch. Und wir leben noch. Ich kann es kaum glauben. Es ist durch, wir leben noch. Wir haben das wohl überstanden. Sigil ist weg. Ja, leider sind die alle gestorben. Da brauchen wir nicht drüber reden. Mach das alles mal gerade weg. So, das bedeutet, wir sind damit durch, haben den ersten Angriff tatsächlich geschafft, haben starke Verluste gehabt, wissen aber auch, dass wir jetzt eine Squad brauchen, die richtig funktioniert, die Waffen hat etc. Das wird natürlich noch happy, ne? Da habe ich jetzt nicht gedacht, dass wir da noch überhaupt überleben. Ich war fest schon überzeugt, wir werden das sofort nicht erleben, weil da waren, weiß nicht, ich glaube 5 Skelette oder was waren das, dann noch Bogenschütze oder sowas und habe gedacht, nee, da werden wir keine Chance haben. Aber oh Wunder, wir haben überlebt. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir Katakomben machen, wo dann, sag schon, Särge reinkommen und sowas oder Sarkophage oder wie sich das da schimpft, damit die auf jeden Fall da reinkommen und das müssen wir alles jetzt erledigen. Okay, ich würde sagen, wir machen aber hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.